Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sonic and All-Stars Racing Transformed auf der Wii U. Und willkommen zum letzten Spiegel-Cup. Ich bin gespannt, wen wir mit diesem Cup freischalten werden. Ich gehe doch stark davon aus, dass wir noch einen Charakter hier freischalten werden. Zwei Stück gibt es noch. Oh, ich habe gerade gesehen, hier steht da sogar was. Oh, freischaltbar im Grand Prix oder Superstar Showdown. Ja, schön, dass sie ein Oder angeben. Na gut, wir werden sehen. Ich hoffe aber, dass wir den hier freischalten. Naja, mal schauen. Okay, wen wählen wir uns für den letzten Cup? Joe Musashi? Nein, Gilius. Auf jeden Fall, genau, unseren guten Wikinger. Was haben wir denn dafür? Ah doch, ich nehme mal ausgeglichen. Lieber noch eine Beschleunigung mehr als vollen Turbo. Voller Turbo muss nicht sein. So, und für den letzten Cup auch nochmal eine Runde Glücksspiel. Oh, den hatte ich noch nie. Schön. Nette Verstärkung. Also diese Verstärkung hatte ich auch im Offscreen alleine spielen noch nicht. Klingt doch sehr nützlich, denn Stunts macht man doch recht uppala häufig. Ey, jetzt habe ich in alter Mario Kart Manier auf A drücken wollen zum Gas geben, statt auf ZR. Aber egal. Zumindest ein kleinerer Powerstart ist es ja noch geworden. Also Leute, auf in die farbenfrohe Welt. Rayla, geh weg. Keiner mag dich. Geh über Regenschirme singen. Ach ja. Ja, eine schlechte Anspielung, ich weiß. Aber so hin und wieder ein kleiner Flachwitz. Das müsst ihr mir gönnen. Na, das fluppt doch einigermaßen. Und kaum sage ich es, schade. Damit hätte ich Tails doch erwischen müssen. Aber da, so kann es gehen, wenn man zu schief losballert und zu früh in den Drift geht. Okay, weniger Unsinn quatschen, mehr Konzentration. Wir wollen doch hier im letzten Cup nochmal alles geben, alles zeigen. Und natürlich vor allen Dingen den Cup gewinnen, damit wir auf jeden Fall einen Charakter neu freischalten. Und die verteilt Liebesherzen, oder was? Sie verschenkt Liebe. Und da hilft uns selbst der Handschuh nix, wenn wir die geballte Liebe von gleich drei Herzen auf einmal mitnehmen. Aber ich glaube, die Herzen waren noch in der Mitte zerbrochen, ne? Vielleicht bricht sie uns das Herz. Grausame Welt. Jetzt kommt Drohne. Ey, ich fahre gleich noch selber rein, so lahmarschig ist das Ding. Na endlich. Hat's mal getroffen. Ach, zum Glück. Das ist immer so beruhigend, wenn man den Schwarm selber losballert. Weil man kann ja nicht getroffen werden vom eigenen Schwarm. Dann fliegen die Wespen mehr ab. Finde ich nett, dass sie ihren Schwarmkönig Gilius erkennen. Aber leider hat unser Gummi hier, die gute Gum, sich auch nicht davon beeindrucken lassen. Verdammt, und sie hat sogar einen Handschuh gehabt. Hab ich leider zu spät gesehen. Zumindest übernimmt jemand anderes für uns netterweise das Abschießen von der Guten. Komm, geh weg. Wir wollen Erster werden. Kein Bock auf dich. Ich habe aber auch wirklich ein überragendes Talent dafür, Charaktere, die ich abgeschossen habe, danach wieder anzuschieben, indem ich voll reinfahre, sodass sie doch vor mir bleiben. Gerade hat es ja nochmal knapp funktioniert. Aber viel hat nicht gefehlt. Ach, beim Kugelfisch hätte ich vielleicht nochmal nach hinten gucken sollen. Ach nö, kein Schwarm. Nein. Boah. Schwarm ausgewichen. Wurde auch Zeit, dass ich das tue. Zu oft reingeballert. Ich erinnere mich am letzten Part an einen Dreifachtreffer des Schwarms und das nur an meiner Wenigkeit. Also, letzte Runde und wir sind Erster. Das geht doch gut los hier im Cup. Möge es so bleiben. Aber das gibt doch schon mal Hoffnung, dass am Ende des Parts auch wieder mal der erste Platz rausspringt. Und wir hoffentlich den letzten Fahrer in unseren Reihen begrüßen dürfen. Jedenfalls, wenn es nicht noch irgendwo einen Geheimen gibt, den ich jetzt nicht kenne. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir Dr. Eggman
am Ende dieses Parts in unserer Fahrerreihe begrüßen können. Aber erstmal müssen wir natürlich gewinnen. Also nicht zu früh freuen, sondern auf die Strecken konzentrieren. Und vielleicht mal gewinnen. Danke, wurde auch mal Zeit. Naja, okay. Apropos, jetzt wo ich die neue Casino-Verbesserung sehe, im ersten Part, es ist zwar irgendwie eine coole Verstärkung, aber bei der Strecke, wo man so gut wie nirgendwo vom Boden abhebt, sodass man auch nur die Chance hätte, einen Stunt auszuführen, da ist das natürlich reichlich sinnlos, eine Stunt-Verstärkung zu kriegen. Aber gut, macht nichts, wir sind ja Erster geworden. Wollen wir uns mal nicht über sowas beschweren. So, und jetzt will ich einen schönen Sprung sehen. Ah, schön durch den Werbebanner. Jawohl, fantastisch. So, wen haben wir denn da alles? Schon wieder Gum, Sonic und Ai. Hey, ich wollte gerade sagen, jetzt bau mal einen Unfall. Die fahren einfach unbeeindruckt weiter. Ich meine, gut, es ist jetzt auch nicht die schwierigste Stelle, um das zu überleben. Und dankenswerterweise ist die Drohne an uns vorbeigeflogen. Da blicke ich ja eh noch nicht so ganz durch, auf wen die geht. Sie erwischt ja nicht zwingend immer den Fahrer vor einem, sondern fährt erstmal ein paar Meter geradeaus und visiert dann erst ein Ziel an. Und ich weiß nicht, was ich jetzt dagegen tun soll. Sonic, du Ratte. Ja, fahr in den Laster. Zu Recht. So, Igel. Ich habe es eben angesprochen, ne? Mit dem Anschieben. Ich mache es natürlich direkt wieder. Und du, Gum, geh auch fegen. Oh, Leute. Geh weg, Drohne. Ey, korrekt. Ich habe es tatsächlich. Was war das? Habe ich jetzt meine eigene Drohne mitgenommen? Die habe ich nach hinten gelegt. Wie geht das denn? Naja. Irgendwann ist immer das erste Mal, aber auf dieses Mal hätte ich verzichten können. Komisch, komisch. Ist euch das schon mal passiert? Also mir bislang noch nie. Ah, Gott, war das schlecht. Ich wohl kein Zielwasser getrunken heute. Was ein miserabler Spruch. Oh mein Gott. Ja, zur Strafe nehme ich jetzt gar kein Item mit. Wenn ich es eh in den Sand setze, dann wollen die Items nicht zu mir. Boah, wie gemein war das denn? Verdammter Bus. Rechts vor links gilt bei Wikinger nicht. Da gilt Gilius vor allem. Oha, Gum will schon wieder vorbei. Na mach nur, Fräulein. Ich habe da ein hübsches Feuerwerk für dich. Ich finde den Move von Gilius so nett. Das war ein bisschen kindisch, so nee. Aber trotzdem, mich amüsiert's. Und zumindest regt er sich herrlich auf, wenn er irgendwo gegenfährt. Könnte von mir sein. So sieht das bei mir auch aus, wenn ich mich aufrege. Damit geknurrt. Alter, was ist los? Das haben sie sich wohl alle gegen... Ich sollte nichts sagen. Nee, ich sollte... Selber schuld, ne? Ich hab's gejinxt. Kaum sage ich, was passiert. Im negativen Sinne leider. So, und diesmal Bus. Nee, diesmal kommt keiner. Gut. Schön! Na, das geht doch wirklich fantastisch los hier. Schon wieder den ersten Platz abgeräumt. Mal sehen, wie sich die Konkurrenz geschlagen hat. Okay. Die Gum ist uns immer noch recht nah auf den Fersen. Zumindest ein kleines bisschen Federn hat sie gelassen. Aber 3 Punkte ist nicht die Welt. Also noch ist hier nichts geschafft. Auf zur Casino-Runde. Rune wollte ich schon sagen, warum auch immer. So, wir knallen noch die letzten Münzen auf den Kopf. Gerade sagen, Leute. Jetzt haben wir nur noch 6, also in der letzten Runde wird es wohl nichts geben. Bereit machen. 3,
2, Mann! 1, los. Im Moment habe ich es wieder mal nicht so mit den Powerstarts. Ich habe da irgendwie immer meine Phasen. Mal klappt es in jedem Rennen, mal überhaupt nicht. Oh Leute, jetzt drängt mich nicht so weg. Hey, was haben die alle für ein Problem mit mir? Erst Gum, dann Riella. Ja, ja, Tails. Und ich schieb dich direkt wieder an, ne? Ja, ja. So haben wir das gerne. Oh, und da ist Gum natürlich auch schon wieder. Keine Ahnung, was die wieder hatte. Jo. Manchmal kommt's einfach dicke. Ach, das habe ich noch nie von hinten gesehen. Wenn einer diese Spielchips abräumt. Finde ich nett, dass er da diesen Spielsound abspielen. Was heißt Spielsound? Halt von so Chips. Ich weiß. Keine fantastische Sache, aber ein schönes Detail. Jomusashi. Nimm das. Ja, 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 witzig. Und natürlich krieg ich's auch ab. Naja gut, Hauptsache Gum kommt nicht vor uns. So. Rache ist Blutwurst, weißt du Bescheid, ne? Oh, apropos, da ist sie. Und sie ist vor uns. Boah, Leute, wäre das nicht mehr witzig. Die Gute hat uns jetzt schon dreimal abgeknallt. Wenn ich mich recht entsinne. Und zumindest Gum sollte, wie gesagt, nicht vor uns landen. Und da ist er. Komm her! Nein! Ja, Gott sei Dank. Zumindest, ey, Riella, du fängst an, mich zu nerven. Und zwar heftig. Kann doch nicht wahr sein. Erst drängelt die mich da erneut in den Schwarm rein. Und dann auch noch so komisch seitlich in die Wand. Ja, Gum, dir gönne ich's auch. Schön, dass die CPUs auch Fehler machen. Das ist einer der Punkte, die mich bei Mario Kart manchmal etwas nerven. Wenn man so den Eindruck bekommt, dass die PCs immer perfekt fahren. Also jedenfalls die, die wirklich Kontrahenten von einem sind. Und nicht einfach nur nettes Füllmaterial. Aber hier kann man auch mal bei seinen Hassgegnern den einen oder anderen Fehler miterleben. Auch wenn sie natürlich, wie könnte es anders sein, schon wieder vor uns ist. War die andere Seite irgendwie kürzer? Ich dachte, das wäre einfach nur eine gespiegelte Runde. Also auf beiden Seiten im Prinzip dasselbe. Oh je. Na okay. Das ist eine dankbare Stelle für einen Wirbel. Eine schöne Gerade. Da kann man doch gut mit leben. Aber irgendwie so in den letzten 2-3 Cups, also jetzt diesen mit eingerechnet, war es dann doch irgendwie mehr als in den ersten beiden Cups so, dass man einen PC-Gegner als klaren Gegner hat, der immer relativ weit auf den vorderen Plätzen ist und somit einem wirklich Konkurrenz macht. Fress das. So, komm, dann nehmen wir jetzt mal die andere Seite. Aber das ist doch eigentlich genau dasselbe in grün, oder nicht? Ah, ich schon. Ich weiß nicht, warum die da jetzt irgendwie schneller war. Vielleicht hat sie die Kurven eleganter genommen oder die Gute, dafür bin ich ja fest überzeugt, die cheatet einfach nur wie Sau. Aber sei es drum, wir haben es geschafft. Mann, das läuft ja besser als erwartet. Schon wieder der erste Platz. Und wieder hat Gum ein paar Punkte gelassen, auch wenn es nur einer im Vergleich zum zweiten Platz ist. Aber jetzt haben wir 5 Punkte Vorsprung. Das sollte doch eigentlich gut werden. Solange wir jetzt mindestens Fünfter werden, ist alles in Butter. Nochmal ein letztes Glücksspiel. Ja, wunderbar. Ich bin gerade so schweigsam, weil ich gucke gerade links auf den PC-Bildschirm. Da wird mir irgendeine Nachricht angezeigt. Ich hoffe, es gibt kein Problem mit der Sound- und Videoaufnahme gerade. Aber solltet ihr das auf YouTube sehen hier, dann ist ja alles gut gegangen, nicht wahr? Gefroren und angeschoben von Gorak, dem Geschickten. Ach ja.
Und dann starten wir wieder auf den 10. Platz durch übermäßiges Geschick. Ich finde, wenn man jemanden gerade mit einem Item getroffen hat und dann brachial da reinballert, könnte man den doch eigentlich ein bisschen zur Seite schubsen, wie es bei Mario Kart der Fall ist. Und nicht einfach wieder anschieben, sodass derjenige auch noch vor einem bleibt. Aber naja, gut. Im Prinzip bin ich ja selber schuld. Ich weiß ja, dass es so ist. Und trotzdem kriege ich es nicht auf die Kette, den Leuten auszuweichen. Habt ihr das gesehen, links? Ja, herrlich, ey. Was war das für eine Kamikaze-Aktion? Es sah aus, als hätte Gum den anderen da richtig schön abgedrängt ins Verderben. Zumindest mal freundlicherweise nicht mich. Und speziell, wenn Gum ins Verderben stürzt, freut mich das doch im Moment, wo die Gute unser Hauptkonkurrent ist. Ach, diese Kurve finde ich herrlich, wo man den schönen Ausblick ins All hat. Hübsch gemacht. Das freut sicherlich auch Ai-Ai. So sehr, dass sie ein Feuerwerk zündet. Oh Mann, ich sollte echt aufhören mit diesen miesen Sprüchen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde jetzt ein ganz seriöser Gordon. Nein, natürlich nicht. Alles Blödsinn. Rihanna, mach dich weg, sonst knallt es nochmal. Ja, okay. Sie hat schon geahnt, dass ich wieder mal meilenweit vorbeischieße. Handschuh! Jetzt wüsste ich ja gerne mal, ich spiele ja mit dem Wii U Pro Controller. Ich habe es eingangs mal erwähnt vom Let's Play. Weil ich einfach eh nie auf das Gamepad gucke, weil ich dann irgendwelche Unfälle baue. Außerdem sieht man das gute Stück kaum mit dem fetten Mikro und dem Popschutz vor der Nase. Ach, Moment. Entschuldigung, dass ich hier gerade den Satz unterbreche, aber jetzt sehe ich erst, da unten geht's auch weiter. Gum hat gar keinen Abflug eben gemacht, sondern einfach nur einen anderen Verlauf der Strecke. Mann, 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 man lernt immer wieder was Neues. Ja, ja, die sind da unten rechts. Ihr werdet euch jetzt vielleicht über meine geringe Auffassungsgabe amüsieren, dass mir das was jetzt auffällt, aber das war mir echt noch nicht bewusst, dass man auch da lang fahren kann. Worauf ich nämlich eigentlich gerade hinaus wollte, mit dem auf dem Gamepad gucken, da werden einem ja die Positionen der anderen Fahrer angezeigt. Und mich würde echt interessieren, wo die Gute gerade steckt, auf welcher Position. Denn jetzt so lange auf die Minimap da unten links zu gucken, bis ich sie identifiziert habe, das dauert mir zu lange, da fahre ich dann oben irgendwo in die Pampa, geh weg. Nein, 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 geh weg. Danke. Aber zumindest ist er nicht vor uns. Ich sehe Sonic da vorne. Und wer ist der Zweite? Patrick, alles klar. Hauptsache nicht Gum. Dann ist hier alles in trockenen Tüchern. Aber selbst wenn, wir haben ja 5 Punkte Vorsprung. Also, da müssten wir schon Sechster werden und Gum Erster, damit wir hier noch den ersten Platz verpassen. Insofern alles im grünen Bereich. So, jetzt nehme ich den auch mal. So, was gibt's hier unten denn Schönes? Auch wenn ich mich jetzt frage, ob das, wo jetzt hier der Vorteil liegt. Weil, wenn ich auf die Minimap gucke, kürzer sieht das Ganze nicht aus. Und der Absprung ist auch nicht so schön gerade wie auf der anderen Seite, sodass man da nicht so schöne Stunts machen kann. Man hätte natürlich welche machen können, nicht wie ich einfach nix. Oh! Hübsche Waffe. Also diese beiden Vasen gefallen mir jetzt nicht so brachial gut, aber zumindest diese Axt. Okay, dieses Schwarm ausgewichen habe ich jetzt nicht verdient. Ich bin ja einfach nur mit dem All-Star mitten durchgeballert. Aber egal. Ja, Leute, da ist sie. Die letzten Meter. Und das war's. Aus die Maus. Glückwunsch, erster Platz. Ja, Leute, das war vorerst, oder was heißt vorerst, ich denke, das war mein letzter Part zu diesem wirklich spaßigen Fun Racer von Sega. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen genauso viel Spaß wie ich beim Zocken. Würde mich sehr freuen. Es gibt natürlich auch noch den
Online-Modus. Aber es gibt im Moment einfach zu viele andere Projekte, die mich auch reizen, die ich spielen möchte. Sei es zum Beispiel Trine 2, was ich mir runtergeladen habe. Oder demnächst kommt Lego City Undercover. Oder bis ich das online stelle, hier ist es vielleicht auch schon draußen. Beides Spiele, die ich gerne let's playen möchte. Ja. Ort freigeschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein erstes Wii U Let's Play. Und jetzt zum Abschluss bin ich noch gespannt. Gibt es Dr. Eggman? Fragezeichen. Oder gibt es ihn nicht? Die Sticker haben wir gerade schon bekommen, die Strecker auch. Insofern zweifle ich gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht da schon hätte stehen müssen. Am Ende kriegt man den doch nur im Karrieremodus, wenn man dann noch alles absolviert hat. Aber da war keine Fläche für ihn. Das hätte ich gesehen. Oder kommt er jetzt noch nach der Siegerehrung? Auf jeden Fall verabschiede ich mich schon mal von euch. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch zu zocken. Ein tolles Spiel. Und ich hoffe, ihr seid auch bei zukünftigen Projekten von mir mit dabei. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Jawohl, schön. Okay, alles klar. Das war das Wort zum Sonntag. Auch wenn wir Donnerstag hier gerade haben bei mir heute. Okay, Leute, macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao.